Digitaler Resonanzraum Nummer 3, diesmal live aus Obertrum. Und ich muss hier, glaube ich, dann auch noch stumm schalten, weil sonst haben wir zu viel Nebengeräusche. Ich freue mich sehr, dass das hier stattfinden kann. Und ich übergebe jetzt einfach an Anita, weil du weißt viel besser und wirst hier moderieren, was hier passiert. Und ich werde jetzt auch die Kameras gleich umschalten. Ich schalte hier auch gleich noch aus. Ja, aber ich übergebe jetzt zuerst noch an dich. Bitte, Anita, wir starten. Ja, herzlich willkommen zum Künstlergespräch Analog und Digital. Mein Name ist Anita Tannhofer und ich höre mich über mein Handy. Soll ich es wegschalten? Heinz? Ja. Hallo, Anita. Machen wir kurze Einführung heute. Haben wir ein Künstlergespräch und zwar über die Ausstellung Öffnung, die wir am Samstag eröffnet haben im Rahmen des Hopfenerntefestes. Wir haben einen Open Call gemacht, 24 Bewerbungen und wir haben für sieben Künstler entschieden, hier auszustellen. Anita? Jetzt geht's. Genau, und wir freuen uns, dass wir euch online und hier, also online und offline, über die Projekte erzählen dürfen. Es sind die teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen des Projekts jetzt anwesend. Und eben ganz kurz nur mal die Situation. Die Ausstellung hat den Titel Öffnung und die sieben Künstler und Künstlerinnen beschäftigen sich in ihren Arbeiten oder haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und Projekte eingereicht, die wir 8 Tage lang hier präsentieren und zeigen. Hier, wir befinden uns in den ehemaligen Gärhallen der Trummer Privatbrauerei und wir dürfen diese leerstehenden Flächen für diese Ausstellungspräsentation nutzen. Und letzte Woche am Samstag hatten wir die Eröffnung im Rahmen des Hopfenerntefestes und heute das Künstlergespräch. Wir haben täglich geöffnet von 16 bis 19 Uhr und am Samstag beenden wir dieses Projekt mit der Finissage, wo wir eine Performance noch sehen von dem Tanzensemble Pinion und Crown, eine Soundperformance von unserem teilnehmenden Künstler Jürgen Vonbank und ein Get-Together machen und eben den Abschluss von dem Projekt. Aber bevor wir vom Abschluss reden, gehen wir mal in medias res. Und wir hätten uns das jetzt so gedacht, dass ich dieses Mikrofon an den jeweiligen Künstler oder Künstlerin weiterreiche. Und ich gehe nämlich genau dorthin, wo das Kunstprojekt stattfindet und der oder die Künstlerin spricht über diese Arbeit, was man da so sieht. Beziehungsweise eventuell auch nicht wirklich so in einem Monolog, sondern so, dass man dazwischen etwas fragen kann. Also wir haben ja Gäste, die uns auch online zuhören und wir haben auch hier Gäste und das Ganze ist ja ein Gespräch. Das heißt, dass wir eben so zwischendurch wieder einsteigen können und etwas nachfragen können. Und ich bin dann vor Ort und kann dann vielleicht die Dinge so zeigen. Genau. Vielleicht darf ich mal kurz die Katrin bitten, die ist nämlich gerade online und auch von unserem Projekt. Katrin, ist das okay?
dass du, dass du ein paar Worte sagst und ich werde dich auch zeigen. Moment. Dass man dich sieht. Genau, jetzt kannst du sprechen und man sollte dich dann auch gleich sehen. Katrin, bitte. Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Mich freut es sehr, heute mit dabei zu sein. Das Projekt Digitaler Resonanzraum ist für uns ein besonders tolles Projekt. Das erste Mal dieses Jahr, wo wir Kulturschaffende, Kulturtreibende zusammenbringend mit dem Bildungsbereich. Und ich bin schon sehr gespannt auf das, was bei euch passiert, wie ihr Kulturvermittlung seht und wie ihr auch digitale Möglichkeiten nützt, um Kunst und Kultur zu zeigen. Ich bin heute mit der Rolle da vom Netzwerk Bildungsberatung in Salzburg. Ich freue mich sehr auf die Runde und ja, schön, euch alle zu sehen. Genau. Also wir haben dich hier gesehen übers iPad, das habe ich rumgerufen. Ah ja. Gut, und jetzt machen wir weiter mit... Okay. Wunderbar. Dann würde ich gerne beginnen mit Träumen. Mit Träume in Räumen. Das ist so ist der Titel der Arbeit der Künstlerin Katharina Kapsamer, die mir jetzt da so gegenüber sitzt. Und Katharina, ich werde jetzt das Mikrofon an dich übergeben und vielleicht könntest du dich selber vorstellen, eben woher du kommst, was dein Hintergrund ist und dann anfangen, über deine Arbeit zu sprechen. In der Zwischenzeit versuche ich mich da wieder einzuwählen und gehe in diesen Raum, wo deine Präsentation zu sehen ist. Danke, Anita. Dann siehst du nämlich auch deine Werke. Okay, gut. Dann hallo allerseits. Mein Name ist Katharina Kapsamer. Ich habe jetzt noch gleich eine Frage an die Administration. Wo schaue ich denn hin, wenn ich mit den Leuten spreche? Da oder da? Es gibt ein bisschen viele Kameramöglichkeiten. Okay, magst du das holen? Danke. Ja, mein Name ist Katharina Kapsamer, bin geboren in Oberösterreich und lebe in Salzburg und Wien und arbeite auch in beiden Städten und habe mich sehr gefreut über die Ausschreibung hier in Obertrum insofern, weil ich mich oftmals mit leerstehenden Orten beschäftige. Orte, die irgendwann mal einen Zweck hatten, eine Funktion hatten und jetzt eigentlich hier sitzen oder liegen und darauf warten, wieder neu mit einer neuen Funktion befüllt zu werden. Und ich finde einfach die Räumlichkeiten wahnsinnig spannend und habe mir dann gedacht, was könnte man machen, dass man sowohl mit dem Ort hier arbeitet, der ja eigentlich schon voll ist mit Geschichten, mit Erinnerungen, die vielleicht auch noch irgendwie hier in dem Mauerwerk drinstecken, sei es jetzt Geräusche von Bierproduktion oder einfach die Gespräche der Arbeiter und was käme heraus, wenn das alles gespeichert aus den Wänden wieder herauskommen würde und was für Geschichten und Erinnerungen würden uns diese Mauern erzählen. Und dann kam ich zu dem Titel Träume von Räumen oder Träume in Räumen, weil es diesen französischen Schriftsteller gibt, Georges Perec, der sich auch wahnsinnig viel mit den Veränderungsprozessen von Räumen beschäftigt, wie sich die mit der Zeit verändern, wie ohnmächtig er sich eigentlich dann diesen Veränderungsprozessen zum Teil gegenüber sieht, weil diese Räume einfach eine Eigendynamik und ein Eigenleben auch haben, durch andere Menschen beeinflusst werden, in seiner Erinnerung sich immer weiter verändern und verblassen. Und also er beschäftigt sich quasi auch mit diesem Kontrollverlust an diesen Orten festzuhalten und diese Veränderungen irgendwie zu dokumentieren und eben damit umzugehen, dass er das zum Großteil gar nicht selber beeinflussen kann, was da passiert und sich somit einfach wirklich offen fallen lassen muss. Also diese Orte, die entstehen, vergehen, öffnen, schließen sich. Und er muss sich quasi auch irgendwie dazu durchringen, sich diesen Veränderungen nicht zu verschließen, sondern zu öffnen und mit diesen Prozessen umzugehen. Genau. Ja. Um.
nachdem deine Arbeit, Katharina, in demselben Raum stattfindet wie die Arbeit von Jürgen von Bank neben dir, macht es wahrscheinlich Sinn, wenn bevor ich in den Raum gehe, dass du das Mikrofon dann an den Jürgen weitergibst und Jürgen erzählt über sich und über seine Arbeit und im Anschluss daran besuche ich dann die Arbeit, sodass die Besucherinnen sich dann darunter auch etwas vorstellen können. Okay, ja, hallo zusammen. Also mein Name ist Jürgen von Bank. Ich bin Musiker. Ich wohne in Salzburg und ja, seit circa 7 Jahren, würde ich sagen, widme ich mich mit Fokus der elektronischen Musik. Habe davor natürlich auch alle anderen Genres durchgemacht, also von der Volksmusik bis zur Klassik und Metal-Bands, war alles dabei. Aber jetzt bin ich, glaube ich, bei der elektronischen Musik doch hängen geblieben und bin aber eigentlich vermehrt in der Clubmusik tätig, also produziere auch für den Bereich Clubkultur, würde ich sagen. Dahingehend war ich auch sehr interessiert, wo ich den Open Call dann gesehen und gelesen habe, weil es für mich persönlich auch eine Art Öffnung dann ist, weil ich aus diesem, ja, teilweise kann man es schon auch Korsett bezeichnen, der Clubmusik auch gerne mal ausbrechen möchte. Der Clubmusik ist ja doch alles größtenteils doch rigide, was die Rhythmen auch betrifft und so weiter. Also war das für mich auch ein wichtiger Schritt, jetzt persönlich da mich zu öffnen quasi und auch wesentlich freier Musik machen zu können. Genau, und zunächst habe ich mich mal selber gefragt, was bedeutet jetzt Öffnung für mich und wie kann ich das musikalisch runterbrechen? Und ich bin dann sehr schnell zu dem Begriff der Vielfalt gekommen, weil also sich öffnen für mich bedeutet, Vielfalt zuzulassen. Also eine offene Gesellschaft zum Beispiel ist für mich eine vielfältige Gesellschaft. Und jetzt ist es auch so, wenn man sich die Soundinstallation anhört, dass die jetzt nicht statisch ist, sondern dass sich die ganze Zeit bewegt. Also der Sound moduliert und er nimmt an Vielfalt zu und ab. Also das, so habe ich auch dieses Öffnen und sich Schließen dann quasi umgesetzt. Also die Vielfalt zum Beispiel drückt sich dadurch aus, dass im Moment der Öffnung mehr Elemente dazukommen, dass das Ganze polyrhythmisch wird. Also wir haben verschiedene Rhythmen, wir haben ein breiteres Frequenzspektrum. Gleichzeitig wollte ich aber zeigen, dass wenn die Komplexität des Sounds zunimmt, dass das jetzt nicht automatisch bedeutet, dass wir es mit etwas Anstrengendem zu tun haben, etwas, das uns überfordert, sondern das Gesamte, was daraus entsteht, das Neue, das kann trotzdem harmonisch sein. Es war also dahingehend für mich, obwohl ich jetzt nicht von vornherein irgendwie eine politische Arbeit machen wollte, wurde es automatisch irgendwie politisch, weil wenn man sich mit dem Begriff der Vielfalt beschäftigt und Gesellschaftspolitik heutzutage betrachtet, dann liegt das natürlich nah beisammen. Und oft wird es ja so dargestellt, dass wenn die Komplexität des gesellschaftlichen Zusammenlebens zunimmt, also wenn Einflüsse, Bevölkerungsgruppen, verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, wird es natürlich politisch oft so argumentiert, dass unser Zusammenleben problematischer wird. Und das wird dann politisch auch in der Rhetorik dafür verwendet, um Ängste zu schüren natürlich. Das soll auch irgendwo ein Gegenentwurf sein. Es ist natürlich auch vielleicht eine Vision und ein bisschen utopisch alles, aber so würde ich es mir halt auch wünschen, dass man dann mit einer Öffnung eher an dieses gesteigerte Komplexitätsniveau dann herangeht, als sich abzuschotten. Genau, also das war so der Ansatz bei der Geschichte. Danke, Jürgen. David? Das ist mein bürgerlicher Name. Ja. Soll ich das versuchen, dass ich in den Raum rübergehe? Ohne Mikrofon. Mhm.
kommentierst du das jetzt? Katharina? Okay. Soll ich es kommentieren? So. Ja, ja, Anita, wir hören dich sehr gut. Du kannst starten. Ich versuche gerade, den Bildschirm umzudrehen. Jetzt war's. So. Genau, jetzt sehen wir. Mhm. Genau. Jetzt ist super. Hier, ich befinde mich also bei der Eingangssituation und man sieht hier im Übrigen eine Anleitung, wie dieser Raum zu begehen ist. Die Kurzzusammenfassung dieser Anleitung ist eigentlich nur jene, dass man mit Bedacht durch diesen Raum gehen soll, ohne dabei etwas runterzuziehen oder anzustoßen. Ich gehe mal hinein und vielleicht können diejenigen, die uns online, die online dabei sind, erraten, was sie da sehen. Kann man das digital transportieren, wo ich hier durchgehe? Franz, was siehst du? Naja, ich sehe so Plastikvorhänge. Ne? Plastikfolien? Ist das richtig? Ja. Genau, das heißt, das ist sehr, sehr richtig. Die Katharina Kapsamer hat hier eine Installation gemacht, wo Plastikfolien Projektionsfläche für ihre Videos und ihre Fotografien sind. Und im Hintergrund hört man die Soundinstallation von Jürgen von Bank. Genau. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen eine technische Geschichte. Natürlich, ihr seht jetzt, was Anita sieht. Ich sehe es auch. Die Leute, die online sind, auch. Aber wir hätten jetzt doch einen Beamer gebraucht, damit alle sehen, was Anita jetzt auch sieht. Sonst müsstet ihr mit ihr die Ausstellung besuchen. Müssen wir uns überlegen, wie wir da spontan jetzt damit umgehen, weil jetzt haben eigentlich die Online-Teilnehmer dann einen Vorteil. Endlich mal. Ja. Okay, dann machen wir es so, also dann haben unsere Teilnehmerinnen online kurz die Möglichkeit gehabt, sich einen Eindruck zu verschaffen und ich komme jetzt wieder zurück und wir können jetzt dann diesbezüglich vielleicht noch auf entstehende Fragen eingehen. Sehr gut. Also Fragen natürlich hier offline und genauso online. Ja, gibt es eine Möglichkeit, den Klang auch zu hören? Das war wahrscheinlich zu leise. Jetzt fürs Mikrofon. Da muss man herkommen, oder? Und die Klanginstallation konnte man nicht hören. Online. Das war die Frage hier jetzt gerade. Was war die Frage? Naja, es ist Klang dabei und das kann man nicht hören, weil es zu leise ist. Wahrscheinlich. Okay. Also das geht übers Handy. Ja, das wird, genau. Da muss man, dazu muss man herkommen wahrscheinlich, damit das wirklich gut funktioniert. Genau, dazu muss man herkommen. Am Samstag gibt es noch die Möglichkeit. Genau. Gibt es vielleicht von den anwesenden Gästen etwas, was Sie wissen oder fragen möchten, Matthias? Also, für mich ist der Flair des Künstlergesprächs ein bisschen verloren, weil sich jetzt irgendwie alles um die Technik, um die Online. Ich meine, schön, dass ihr dabei seid, ja, aber ja, also ich finde, das ist nicht so optimal. Muss ich ehrlich gestehen. Wir haben gerade innerliche, ich wiederhole die Frage nochmal, weil ich nicht weiß, ob das sonst gehört wird. Welche Bilder da drinnen zu sehen sind eigentlich ausschließlich
Bilder aus dem öffentlichen Leben, Bilder, die ich fotografiert habe, einfach wenn ich mich durch den Raum bewege, was ich sehe und wie ich eben auch sehe, dass sich diese Orte verändern. Einfach nein, im öffentlichen Raum. Also es sind wirklich dann Räume, die auch soziale Räume sind, die Begegnungszonen sind und die wirklich im ständigen Wandel stehen, einfach schon allein dadurch, dass sich Menschen darin bewegen, drin leben, drin arbeiten, einander drin begegnen oder auch nicht begegnen oder sich drin ignorieren. Und ja, sei es jetzt U-Bahn-Stationen, Gehsteige, Brücken, Zuggleise, also wirklich Orte, die ja die Bewegung und Begegnung signalisieren. Und worauf man wirklich wenig... In dem Fall... Genau, also es geht, die Arbeit heißt ja auch Träume in Räumen, das heißt, ich projiziere quasi in diese Räume Träume von außen oder Räume von außen. Also man könnte auch sagen, Räume in Räumen quasi, weil einfach, ja, ich diese Räume, wie sie hier sind, wieder als Projektionsfläche für andere Räume verwendet habe und da dann wiederum mit diesen Folien interveniert habe und diese hängen von 5 Meter hoch von der Decke und ja, werden somit selbst auch wieder dann zur Projektionsfläche und verfremden auch das Bild und es entstehen dadurch so Schichten von Orten von Träumen, die Projektionen gehen dann teilweise durch die Folie durch auf die nächste, sind da wieder drin zu sehen. Und ich glaube, das war bei dir, Jürgen, ein bisschen dein Ansatz, dass du in deiner Soundinstallation auch mit Schichten und mit Vervielfältigung arbeitest. Und genau, also das war dann auch ein bisschen so unser gemeinsamer Ansatz, nachdem wir uns entschieden haben, den Raum gemeinsam zu bespielen, dass wir uns da auch künstlerisch in unseren Arbeiten in eine ähnliche Richtung dann bewegen, genau. Ja, bitte. Darf ich da fragen, hat sich für dich bei der Installation insofern was verändert? Weil wir haben ja vorher nicht gewusst, wo machen wir Klang, wo machen wir da Installation? Durch die Präsenz des Klanges? Ja. Weil wenn man in den Raum betritt, ist es jetzt erst einmal, der Fokus ist, ja, einmal so. Also welche Veränderung hat es bei euch beiden ergeben? Beantworten, jetzt habe ich schon so viel geredet. Also Veränderung jetzt beim Betreten des Raumes hat es bei mir nicht gegeben, weil ich, also wo die Installation da war, weil ich vorher schon fertig sein musste. Aber wie die Katharina schon gesagt hat, wir haben uns halt vorher schon ein bisschen abgestimmt, aber einfach, also ich, wenn ich Musik produziere, arbeite ich sehr stark mit Klangfarben, also ich sehe auch Farben, wenn ich Musik mache. Und deine Farben waren eigentlich auch von Anfang an das, was das repräsentiert hat, was ich machen wollte. Also ich habe halt gern warme Klänge oder eher sanfte Klänge. Und dahingehend hat es mich vielleicht bestätigt, würde ich jetzt mal sagen. Wie lange dauert der Klang eigentlich, Entschuldigung, wenn man in einem durchlaufen lässt? Also wie lange ist das? Ich glaube, circa 13 Minuten. Okay. Stimmt, höre ich Wellen raus, stimmt das? Ja, sind aber keine echten. Okay. Das sind computergenerierte Wellen. Sehr, sehr stark sphärisches auch. Also, so würde ich beschreiben. Dieses Projekt, also du hast den Begriff Vielfalt schon mal gewählt und man merkt auch innerhalb unseres Projektes, dass es eben eine Vielfalt gibt. Ihr habt es jetzt ganz schön beschrieben, wie ihr diesen Raum gemeinsam bespielt habt und eben auch, wie ihr euch da angenähert habt. Wir haben noch einmal 2 Künstler, die einen Raum gemeinsam bespielen und da würde ich jetzt eigentlich gern weitermachen. Ich bedanke mich bei euch für euren Einblick und ich würde gerne das Mikrofon weiterreichen an die Magdalena Heller. Magdalena Heller und Christian Steinwender bespielen eine Räumlichkeit, die sich dann da oben befindet. Wir können das dann trotzdem noch einmal so probieren, dass ich
ich dann nachher hingehe. Magdalena, ich werde mit dir beginnen. Deine Arbeiten befinden sich auch hier in diesen Räumlichkeiten, aber eben sie sind auch in Kommunikation mit den Arbeiten oder mit dem Projekt von Christian Steinwender. Magdalena, vielleicht könntest du ein bisschen etwas zu dir selbst erzählen und über deinen Background und dann über dein Projekt Rebellinnen. Ist das an? Okay. Zu meinem Background fällt mir jetzt nicht ganz viel ein, aber ich studiere in Salzburg am Mozarteum auf Lehramt Bildende Kunst und ich bin in der Malereiklasse. Also ich male hauptsächlich mit Öl. Also da seht ihr eh schon ein paar Bilder und die großen sind dann auch im nächsten Raum drinnen. Und was genau willst du zum Background wissen? Das wäre der Background okay. Jetzt schon einmal so gewesen. Ja. Genau, und also generell in meinen Bildern, schon seit Anfang an, beschäftige ich mich sehr viel mit jungen Frauen hauptsächlich. Und da interessiere ich mich vor allem für Selbstdarstellung und virtuelle Welten. Also das geht ganz viel in so Jugendkulturen und Haare färben und zum Beispiel japanische Jugendkulturen finde ich total spannend. Das ist was, das sich von Anfang an bei mir total durchzieht und immer wieder verändert. Und dann jetzt bei der Ausstellung habe ich mir eben überlegt zum Thema Öffnung, was könnte ich da machen, was ist für mich Öffnung? Und das Erste, das mir dazu eingefallen ist, der erste Gedanke war eigentlich das Öffnen und Schließen der Grenzen. Also jetzt ein politisches Thema wieder. Und ich male ja eigentlich immer junge Frauen, aber dieses Öffnen, Schließen ist trotzdem immer in meinem Hinterkopf geblieben und war mir immer trotzdem sehr wichtig, auch zum Thema. Und zu den jungen Frauen ist mir dann eingefallen, Öffnen, das hat auch irgendwie was mit rebellisch sein zu tun. Mein Arbeitszyklus hier, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, aber ihr wisst, was ich meine, heißt ja Rebellinnen. Und ich finde, also wenn man irgendwie gegen was rebelliert oder für seine Meinung einsteht, dann kann man auch Wege eröffnen oder Grenzen und Mauern wieder öffnen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund zu meinen Bildern, würde ich sagen. Bevor ich die Frage öffne, würde ich, also danke Magdalena mal für deinen Einblick, würde ich gerne an den Christian überleiten, sodass uns der Christian Steinwender etwas über sich und über sein Projekt hier erzählt. Und im Anschluss daran würde ich trotzdem gehen und eben die Arbeiten zeigen. Christian. Ich bin der Christian Steinwender, komme eigentlich grundsätzlich aus dem Grafikdesign und beschäftige mich natürlich auch in dieser Hinsicht auch mit grafischen Formen und auch in der Kunst bin ich etwas tätig, dass ich immer in Räume bespiele, die eigentlich nicht sehr wirklich sind, ja, oder über Verlassenheit oder Bauschutt und solche Sachen beinhalten. Und für mich war das Thema Öffnung irrsinnig spannend, wenn man sagt, was ist Öffnung eigentlich überhaupt? Ist der Titel jetzt bezogen auf das, was ja da früher war, dass das eine Brauerei war und die Gärhallen und so weiter? Und was kann man aus diesen Sachen machen? Und spannend war auch die Begehung, wie da in diesen Räumlichkeiten allgemein war, dass Bauschutt vorhanden war, der wieder für ein Thema des Öffnen oder des neuen Aufbruchs hat, ja. Und aus diesem Grund habe ich mich beschäftigt nochmal und habe einen Spruch entwickelt, der heißt, when you see it grow, you can go, Siri. Und das Thema Siri ist für mich auch in diesem Spruch und in dieser, Installation sehr wichtig, weil wenn man sich das Ganze anschaut, hat es ein Wechselbad, zwischen Wirklichkeit und also digitaler Welt und unserer Wirklichkeit, wie wir jetzt da sind, ja? Also der analogen Welt, weil dieser Schriftzug, der jetzt grafisch aus einer Welt des Handys entstanden ist, auch in den Farben und in der Textur und vor dem Bauschutt steht, ist das eine dreidimensionale Arbeit, also digital und aber auch räumlich.
Und daraus, auf diesem Bauschutt, hat sich was anderes entwickelt, dass da eine Tür gelegen ist, die eben so für Öffnung neue Themen entsteht, ja, wo man sagt, was steht hinter der Tür, was kann da Neues entstehen. Und diese Tür wird mit Kresse, ist mit Kresse bepflanzt worden, die während der Ausstellung wächst. Ja, weil das ein Thema ist, wie viel Wachstum verträgt die Welt, was mir dann wichtig war, was ist Wachstum halt? Wachstum ist bedingt ja gut und jeder nimmt Wachstum anders wahr. Und so ist es bei uns auch in der Ernährung, dass die Kresse an sich ja nicht wirklich viel braucht, sondern bei uns in dieser Ausstellung auf einer Tür wächst. Ja, und dann trotzdem wieder neu entsprießt und für Neues steht. Danke. Christian, bei dir ist es ja so, dass du inhaltlich genauso wie visuell deine Arbeit auf mehrere Ebenen gestellt hast. Inhaltlich, du hast das jetzt angesprochen, von Wachstum angefangen über, um nur mal zurückzukommen, die digitale Realität ist ebenfalls Thema bei dir. Bildlich hast du dich eben in Bauschutt gesetzt oder deine Arbeit in Bauschutt gesetzt, ebenfalls auf mehreren Sockeln, auf mehreren Ebenen. Es ist überhaupt eine dreiteilige Arbeit, die eben ja, mehrere Ebenen hat. Ich möchte aber gerne noch einmal zurückgehen auf diese Ebene der digitalen Realität und die Frage an die Magdalena zurückgeben. Da gibt es ja eine Verbindung zwischen euren beiden Arbeiten, die ihr, also ihr habt euch ja vorher nicht gekannt, ihr habt ja eure Arbeiten nicht gekannt und es hat sich eben so entwickelt. Und da würde ich ganz gerne noch ein bisschen nachfragen wollen. Was lässt sich daraus entwickeln? Deine digitale Realität, vielleicht könntest du nur einmal sagen, nur ich weiß das jetzt, auf was für digitale Realität ich da ansprich und wie sie das mit der Arbeit von Christian kommunizieren lässt. Ich versuche es mal. Also bei mir, also ich habe es ja kurz gesagt, dass es viel auch um virtuelle Welten geht und so Jugendkulturen, die sind ganz stark auch in sozialen Medien verbreitet, also auf Facebook und Instagram oder so im Internet. Und das ist auch ein ganz großer Teil von den meisten Jugendbewegungen, dass sich die Leute einfach irgendwie fotografieren und, oder nicht von allen Jugendbewegungen, aber von diesen Selbstdarstellungsjugendbewegungen, dass man sich eben irgendwie fotografiert oder Selfies macht und das dann ins Internet stellt. Das ist eher so eine positive oder ich würde es jetzt in erster Linie als positive virtuelle Welt wahrnehmen, jetzt so auf den ersten Blick. Also da ergibt sich einfach so eine visuelle neue Welt, wo sich Leute finden und mit verschiedenen Ästhetiken. Und du sprichst das ja eher deutlich auf das Problem an. Also bei mir ist auch immer wichtig, ich finde so Sachen öfters total cool und sehe trotzdem auch, dass da Probleme dahinter liegen oder dass es schon auch schwierigere Themen dazu gibt, auch zu so virtuellen Welten und Selbstdarstellung und Internet. Du darfst mir gern helfen beim Verbindung finden zwischen uns. Ich suche jetzt gerade ja wieder. Also du sprichst das ja eher als das Problem an, oder? Oder dass es problematisch sein könnte, dieses. Es könnte problematisch sein, aber es hilft, ich finde, die digitale Welt ermöglicht viele Vernetzungen, das sieht man heute wieder, dass man in die große weite Welt hinauskommt. Mhm. Aber ich finde auch dieses Bodenständige oder dass man versucht, gewisse Sachen auch zu leben, mehr als nur im digitalen Raum, wieder sozusagen die Bodenhaftung zu bekommen. Und das ist die Spannung dahinter. Und das finde ich auch mit unseren Arbeiten irgendwie sehr spannend, dass man sagt, okay, da ist Jugend, da ist Rebellentum, ja. Und auf der anderen Seite ist Bauschutt und ein Spruch und wir fragen Siri, was wir am nächsten Tag zu tun haben. Ist das Wetter okay oder ist das Essen super? Und was kann ich einkaufen? Das sind diese auch in unseren Arbeiten jetzt perfekt zusammengepasst haben. Ein schönes Statement. Und jeder kann sich damit überlegen, was Arbeit lernen will oder sehen. Ja. Und auch mitnehmen dann aus der Ausstellung. Weil es gibt ja immer
Folie, der aufliegt, wo dann Gräschen zu nennen ist, um neue Gedanken zu sehen. Dann danke mal an euch beiden. David, was sagst du, soll ich das jetzt nur machen, rübergehen und zeigen? Oder? Die da sitzen. Ja. Ja, entweder wir gehen vielleicht. Sollen wir alle rübergehen und uns das anschauen? Oder? Ist vielleicht cooler für euch auch, wenn wir da direkt drin stehen. Ja. Gut, dann gehen wir alle. Aber dann sieht uns ja die Kamera nicht mehr. Aber. Das ist aber keine Kamera. Ja, ja. Ah ja, stimmt. Mal einschalten. Danke. Damit wir diese Gegenüberstellung besser nachvollziehen können, hier auf der linken Hallenseite befinden sich die Malereien, die Arbeiten von der Magdalena Heller. Und direkt auf der gegenüberliegenden Seite wird man eben konfrontiert mit dieser Aussage, when you see it grow, you can go theory. Und Christian Steinwender hat zuvor eben von dem Wachstum gesprochen und er zeigt das Wachstum anhand der Gresse, die hier wächst. Und er hat auch tatsächlich in diesen Räumen Gresse angesät. Hier in diesem Bauschutt hat sich auch diese Türe befunden und auf der Türe wurden Gressesamen aufgebracht und die sind jetzt in den letzten Tagen eben tatsächlich aufgegangen. Und die Besucher und Besucherinnen sind also eingeladen, sich hier die Gresse abzuschneiden, gleich mal zu konsumieren. Und man kann sich aber auch dieses Künstlerbuch kaufen und hat dann dazu gleich eine Tasche und kann sich dann den Samen mit nach Hause nehmen und die Kunst also weitersehen. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen wieder zurück, nachdem wir also diese Arbeit gesehen haben. Und gehen in den nächsten Raum. Sollen wir alle schon mal reingehen? Dürfen wir es ausprobieren? Ja, gerne. Die Arbeit, die da jetzt aktiv eingenommen wird, ist von einer Künstlerin Clara Bösel, die heute allerdings nicht kommen kann. Man sieht hier vier Textilobjekte, die in Tropfenform von der Decke hängen. Und sie nennt die Arbeit Sit-In. Und das Publikum ist also eingeladen, sich aktiv in der Rezeption einzubinden, indem man eben diese Kunstwerke benutzt. Und dann ist es so, wenn alle Cucurochos, so nennt Clara Bösel, diese tropfenförmigen Textilobjekte,
wenn alle, also wenn überall jemand drinnen sitzt, dann kann man auch mit den Schnüren miteinander in Kommunikation treten, indem man sich eben heranzieht oder eben wieder wegzieht oder wegstoßt. Für die, die die Arbeit gerade zum ersten Mal sehen, gibt es irgendeine Frage dazu oder fällt etwas auf? Schade, dass sie nur linear kommunizieren, sondern nicht jeder mit jedem irgendwo. Wenn mehrere Beziehungen möglich ist, immer nur mit dem nächsten Nachbarn. Das stimmt so, ja, genau, das stimmt so. Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen, dass sie jeweils nur zu zweit, aber im Endeffekt nicht, weil wenn er da zieht, dann kann er alle, dann wird er alle berühren. Das tun das Einzelne hat schon Auswirkungen. Du schüttelst trotzdem nur den Kopf. Ja, aber vielleicht können wir es einfach probieren. Schicke mal einen Impuls und schau mal, ob der bei der Magdalena ankommt. Das kann man vielleicht gleich gesellschaftlich umlegen. Es müssen alle mitspielen, sodass irgendetwas funktioniert. Und wenn ein Rädchen fehlt, dann funktioniert es nicht. Also jetzt kann man schon erkennen, dass alle vier in Bewegung sind. Nein, es war kein Fünfter geplant. Es waren von vornherein vier angedacht. Genau. Die Clara Bösel beschreibt es auch, dass man in ihrer Arbeit eben ganz für sich sein kann, weil dieses Textilobjekt einen ja einschließt. Aber man kann eben auch in Kontakt mit jemand anderem treten. Ihr könnt euch ruhig ein bisschen näher hereintrauen. Ihr braucht es nicht so bei der Türe stehen. Möchte noch jemand ausprobieren? Nein? Gut, dann würde ich sagen, wir gehen weiter zur nächsten Arbeit und die führt uns in einen kleinen Raum. Und zwar, wir gehen jetzt zur Arbeit von Sonja und Andreas Brandl. Dann, wenn alle Lust haben, kommt's mit. Vielleicht fangen wir mal so an. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man so Sonja und Andreas Brandl, vielleicht erzählt ihr zuerst über euch selbst und euren Background, bevor ihr uns ein wenig über eure Arbeit erzählt. Über uns? Wir wohnen in Odrum und haben da also doch einen starken Bezug zu dem Ort. Unser Background. Ne, der Andreas ist Fotograf und beschäftigt sich da sehr viel mit Menschen. Eigentlich, wenn es geht. Ja, ich interessiere mich aus dem künstlerischen Bereich. Das ist ein Team. Die aus dem Textilbereich. Bereich.
Ausstellung zu es ist relativ falsch klar, dass das Thema Öffnen für uns sichtbar machen. Entschuldige, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren drauf. Danke. Darf ich kurz, Anita? Unser Künstlergespräch Ufern aus. Ja, Anarchie in den Gerhalt. Ich muss noch eskalieren. Genau, Eskalation. Wir sehen hier eine Kunstausstellung. Na, also, es geht weiter. Keine Ahnung, in den Gerhalt. Genau. Wir wollten sichtbar machen. Wir wollten sichtbar machen, indem wir Dinge öffnen, die möglicherweise vielleicht schon der eine oder andere in der Natur beim Spazieren gehen gedacht hat, wo kommt denn jetzt dieses Ding her? Also genau. Anita, ihr müsst durch euer Telefon sprechen. Wir gerne Ton. Ja, die Mikrofone sind jetzt irgendwie zu weit weg, sondern durch Smartphone sprechen. Zu machen. Gerne. Dann setzen wir uns zurück. Wir setzen uns zurück. Wir würden uns jetzt doch wieder hierher setzen und hier über diese Arbeiten weiter sprechen. Andreas war gerade dabei, über sein Projekt inhaltlich zu erzählen. Bitte, Folge. Na, inhaltlich, glaube ich, braucht man nicht viel sagen, weil es ist, glaube ich, von selbst erklärt, wenn man es anschaut. Deshalb hier jetzt nochmal die Einladung an alle, am Samstag zur Finissage zu kommen. Nein, Bei unserem Projekt Spuren geht es darum, dass wir uns immer wieder wundern oder gewundert haben, nach wie vor wundern, wenn wir irgendwo in der Natur unterwegs sind, wo kommt denn da jetzt eine Glühbirne her zum Beispiel, die da zwischen Schwammerl und Baumstamm unterm Laub liegt. Und wir wollten das einfach mal durch das Thema Öffnen, öffne mich auch sichtbar machen. Und haben das Ganze ein bisschen persifliert, um sozusagen den Gegenstand oder das, warum dieser Gegenstand da jetzt im Wald liegt, wie der dorthin kommt. Und beginnen tut das Ganze dann damit, dass der ganz liebevoll ausgepackt wird, etwas angelehnt vielleicht an das alljährliche Weihnachtswahnsinnsfest. Wird ausgewickelt und dann ganz behutsam in den Wald gelegt. Ja, es schaut zumindest so aus, als wäre es so. In Wahrheit ist es alles ganz anders. Was bei eurem Projekt auffällt, ist, ihr habt euch, also ihr thematisiert Müll, also eben auch eine optische Situation, die nicht unbedingt ästhetisch ist. Und ihr habt euch auch eine Räumlichkeit ausgesucht, die herausforderndste eigentlich von den Gärhallen ist. Es tropfen hier verschiedene Substanzen am Boden getropft. Es ist sehr dunkel drinnen und ihr kombiniert eben diese Ästhetik mit so einer
sehr geordneten, strukturierten Technik. Also schon alleine diese Lichtsituation, die ihr gewählt habt, das sind nicht irgendwelche Lichter, das sind ganz besondere Scheinwerfer, die eben auch so einen blauen Rand schaffen, sodass diese Objekte eben etwas sehr Auratisches auch bekommen und auch so, wie ihr das auf diesem Tisch präsentiert mit einem sehr, sehr sauberen weißen Tuch und dem gegenüber die Leinwand ebenfalls sehr, sehr geordnet und das Video, die Schnitte, es ist alles sehr, sehr strukturiert, sehr ruhig. Also so die Erscheinung der Arbeit, die hat quasi eine Diskrepanz mit dem Inhalt oder zumindest ist es mir so aufgefallen. Ist es auch so in der Konzeption bei euch gedanklich natürlich mitgelaufen? Wir wollten jetzt mit der Arbeit ja niemanden anprangern. Also wir wollten es einfach wirklich ganz ruhig einfach nur sichtbar machen, was da für Wahnsinn eigentlich passiert, was der Mensch für Spuren hinterlässt in einer Natur, die was man eigentlich mehr schätzen sollten oder behutsamer damit umgehen sollen. Das genau. Wort Wahnsinn wollten wir eigentlich nicht verwenden. Das stimmt, das wollten wir eigentlich nicht verwenden, ist es trotzdem passiert. Ja. Es geht ja so weit, dass man ganze Autos in Wäldern sieht, die seit 20, 30 Jahren verrotten. Aber vielleicht ist das auch Kunst. Eventuell. Sind die Hügelgräber. Bitte? Buchberg sind die Hügelgräber. Also so weit weg ist es nicht. Aus der jüngeren Zeit. Es ist ganz normal, dass man irgendwas einkauft. Dann ist vielleicht auch normal da das Foto, was man sieht mit diesem Graben, wo der ganze Kücheneinrichtung drinnen ist. Ja. Die sind verarscht, wenn man die sagen. Ja. Die Kochtöpfe braucht man immer. Ja, so das passt dann wieder zu deinem Wachstum. Irgendwo muss der Wachstum ja hin. Ja. Und wenn wir beim IKEA um 3,50 Euro einen neuen Kochtopf kaufen, dann schmeißen wir halt den alten in den Wald. Ja. Ist eh mein Wald. Aber was auch ganz interessant ist, wieder für einen analogen Menschen, das ist beim Saint-Exupéry, beim kleinen Prinzen, ist doch das mit dem, die Gefährlichkeit und dem Hut. Oder dann sieht, dass da der Elefant drinnen steckt. Mhm. Es schaut halt aus wie ein Schuh, wie ein Knochen. Ja. Was könnte es noch sein? Man weiß jetzt so einfach, was könnte wenn man das Video von Anfang an anschaut, dann sieht man ja dann. Genau. Vielleicht sollte man Verfassungsschutz einschalten. Ja, dann danke mal Andreas und Sonja Brandl für die Vorstellung eurer Arbeit. Und last but not least, oder? Genau, das ist dann das letzte Projekt von Pinion und Crown. Das sind zwei Künstlerinnen, zwei Performance-Tänzerinnen, die Pinion und Crown gemeinsam bespielen. Und Griet van den Houden ist heute hier. Und Griet, vielleicht kannst du uns ein bisschen über deinen Background, über euren Background erzählen und etwas zu eurer Trilogy eigentlich of Dance Art. So, ich bin die Griet, ich komme aus Belgien und wohne seit 10 Jahren schon in Österreich. Meine Partnerin heißt Sarah Marin, kommt von Italien, wohnt auf Moment in der Schweiz. Wir haben uns kennengelernt in SID, Salzburger Academy of Dance in Salzburg, wo man zusammen studiert habe. Und nach unserem Studium abgeschlossen zu haben, haben wir weitere Projekte gemacht miteinander und uns hat das so gefallen, miteinander zusammenzuarbeiten. Dass man dann ein Ensemble gegründet habe. Die meisten fragen auch, okay, warum ein Ensemble, wenn ihr nur zu zweit seid? Es ist so, wir sind in Tanz beschäftigt, aber wenn wir ein Kunstprojekt machen, dann engagieren wir immer noch andere Künstler dazu.
So war natürlich ein Tanzprojekt, können wir machen, wir können tanzen, aber meistens braucht man auch Musik dazu. So engagieren wir dann meistens auch Musikanten, manchmal live, manchmal, was sie uns schon vor digital bearbeitet haben. Aber jetzt zurückzukommen, wir arbeiten meistens auf drei Ebenen, darum auch eine Trilogie Tanzkunst. Wenn dann Tanzperformance, davon auch öffne, ne? Wie kann man dann, Tanz ist ein sehr spezifisches Publikum, das man immer anzieht, und wie kann man die Tanzkunst eigentlich mehr verbreiten, auch in andere Szenen. Tanzprojekte brauchen auch immer für zu promoten Fotos. So dann haben wir gesagt, okay, warum das dann nicht gleich professionell machen und mit, dass man auch Fotografie vor in Galerien zu präsentieren habe. Und ein Tanzperformance, wenn man es präsentieren braucht, haben wir auch ein Video, kleiner Kurzfilm nötig. Und damit, dass man auch mit Shortfilms arbeitet, was auch hier auf Moment sehr aktuell ist in der Tanzwelt, sind viele Festivals, nicht nur Kurzfilmfestivals, aber auch in der Tanzwelt. So, darauf haben wir uns dann auch gerichtet. Ja. Und dieses, also während der Ausstellung hat man von euch eben ein Video gesehen, welches in einem Loop läuft und die Fotografien, die ja auch aus dieser Videoproduktion heraus sich entwickelt haben. Und vielleicht könntest du noch ein bisschen etwas erzählen zu dieser Performance, die ihr in diesen Räumlichkeiten gezeigt habt, beziehungsweise euch die Räumlichkeiten für die Performance gesucht habt, über das Stück Oxymoron. So, Oxymoron bedeutet, kommt eigentlich meistens in der Literatur vor. Das sind, wenn zwei gegensätzliche Worte in einen Kontext zusammenkommen. Das ist unser Hauptthema gewesen. Und das sieht man, wenn man die Fotos anschaut, das sieht man zurück in das ganz viel mit Schwarz und Weiß gearbeitet ist. Gegensätze sind man, also Fotografie ist auch in einem Leerstand gemacht gewesen, so zwei Frauen schön eingemalt oder nicht schön eingemalt ist, wie man das selber empfindet, und dann in ein schönes Leerstandsgebäude oder ein dreckiges Öl bespannt an der Mauer. Das ist von Fotografie her. Der Film selber, okay, man hat dieses Thema, aber wenn man den Film sich anschaut, ist auch selbst ein Oxymoron auf sich, wie es geschnitten ist, wie das der Ton auf dem Film darauf ist. So alle, auf alle Ebenen, mit allen Künstlern zusammen haben wir ein Oxymoron gebaut. So nicht nur in der Tanz, nicht nur in der Cutting, nicht nur in der Musik, aber auf alle Ebenen zusammen. Und das ist ein Gehirn geworden. Und am Samstag im Rahmen der Finissage werdet ihr eine Performance machen. Quasi die Basis ist das Stück, welches ihr bereits erarbeitet habt, wobei ihr jetzt hier keinen Tanzboden vorfindet. Das heißt, dass ihr in die Improvisation eigentlich hineingehen werdet. Oder kannst du uns so einen kleinen Vorausblick geben, was uns am Samstag hier erwarten wird? So normal der Live-Performance, dass man in einem Blackbox abspielt, so in einem Theater, dauert 45 Minuten. Wie würde es einkürzen, wenn es
sehr viel mehr Improvisation, um diesen Leerstand hier zu bespielen zu können. Es geht um zwei Frauen, die ihre Grenze dann wieder suchen. Offene von Grenze, wo wir auch wieder bei Magdalena gewesen sein, aber mehr in eigene Grenze. Wie weit kann ich in Person gehen? Wie weit möchte ich, dass eine Person zu mir kommt? Kann ich in jemand reingehen? Kann wieder rausnehmen? Akzeptiere ich es oder refuse? Auch wieder alles in Oxymoron-mäßig. Ja? Ja, herzlichen Dank nicht nur an Grit, sondern an euch alle, dass ihr uns über eure Arbeiten erzählt habt. Danke auch an die Gäste, an unser Publikum, welches hierher gekommen ist in diese ehemaligen Gärhallen. Danke auch jenen, die uns online zugehört haben. Ich bin ein Freund von einfach ausprobieren. Und vieles kann man vielleicht im Vorfeld, kann man sich schon durchdenken und kann man eventuell überlegen, aber wenn dann tatsächlich etwas stattfindet, man weiß es nicht, wie es wird. Dieses Gespräch hier entspringt sicherlich auch diesem Grundgedanken, den David und ich haben, des Netzwerkens, des vielleicht verschiedene Situationen in eine Situation auch zusammenzubringen, auch wenn das nicht perfekt funktioniert, bleibe ich trotzdem ein Anhänger oder eine Anhängerin von einfach probieren. Und anders geht es auch gar nicht, wenn man versucht, verschiedene Realitäten miteinander zu mischen oder eben auch zueinander zu bringen. Der Perfektionsanspruch, der darf halt wahrscheinlich in dem Fall nicht so gegeben sein. Ich bedanke mich trotzdem sehr herzlich, David, dass du uns teilwerden hast lassen in deinem Projekt. Vor diesem Künstlergespräch haben wir ein Netzwerktreffen gehabt mit Flachgauer Kulturvereinen. Wir haben jetzt wahre Landschaft miteinander vernetzt und die Künstler konnten sich hier heute wieder untereinander vernetzen und daraus, so ist dieser Abend, hat sich der entwickelt. Danke auf jeden Fall fürs Dabeisein und fürs Mitmachen. In dem Fall, tschüss. David, möchtest du noch abschließende Worte sagen? Na, super für Experimentierfreudigkeit und auch für euer Verständnis und euer Mitwirken hier online, offline und natürlich online. Und noch einen schönen Abend. Also Sie sehen uns auf jeden Fall. Also es ist nicht so. Wissen Sie, dass wir Sie sehen eigentlich? Ja, das wissen Sie. Ja. Ja, das wissen Sie. genau, also diese Möglichkeit jetzt, also so etwas zu machen, ist natürlich auf der einen Seite, dass uns diese 4-5 Personen jetzt zuhören haben können. Tatsächlich haben wir aber, abgesehen davon waren es von wer, und tatsächlich haben wir die Möglichkeit gehabt, das wird alles aufgezeichnet, das ist also, das wird jetzt virtuell, rollt sich das quasi in die virtuelle Welt. Das heißt oft, etwas erscheint so klein und in Wirklichkeit ist es viel, viel größer. Und so finde ich, ist es auch hier. Wir sind ein kleiner Kulturverein. Es ist ein kleiner Versuch gewesen, zeitgenössische Kunst in einer kleinen Gemeinde auch zu präsentieren. Und das wisst ihr und das wissen wir,
daraus entwickelt sich wieder etwas und wieder mehr und wieder mehr. Auch wenn es vielleicht, also es ist auch hier nicht alles perfekt. Und trotzdem, und davon bin ich eben überzeugt und deshalb mache ich auch solche Projekte, weiß ich, dass sich ganz Wichtiges daraus wieder entwickeln wird. Künstler bekommen Inspirationen oder Künstler können beginnen mit einem Projekt und das dann weiterentwickeln aufgrund solcher Projekte. Es ergeben sich vielleicht andere Ausstellungssituationen. Genau, und so ist es jetzt auch online. Jetzt ist es quasi draußen. Und auch wenn es für das im ersten Hinblick vielleicht nicht ganz so klar war, aber jetzt ist es geöffnet. Genau. Ja. Ja. Also gut ist es natürlich, wenn man es fühlbar und sichtbar macht. Nicht? Also ein Beamer wäre schon ganz super gewesen, damit so quasi auch jeder der Anwesenden im Raum dieses was das virtuelle Publikum mitkriegt. Ne? Das letzte Mal haben wir ja eine Drohne fliegen lassen und lauter solche Erlebnisse, die durch das digitale Medium möglich sind, es sollte irgendwie so eine Ausgewogenheit für alle bestehen, am gemeinsamen Fluss teilzunehmen. Nicht? Und da habe ich heute schon irgendwie gespürt, diesen Unmut vom analogen Publikum, vom präsenten Publikum sozusagen, einfach nicht einmal diesen Ausflug mitmachen zu können. Und das war sehr spannend als Erfahrung. Nicht? Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie viele Ebenen in dem ganzen Ding hier drinnen sind. Nicht? Ich habe zum Beispiel die Reaktionen von einzelnen Leuten, nicht? Durch dieses Online-Medium auf die verschiedenen Aussagen beobachten können. Und alleine das war schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Es war sehr, 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 sehr vielschichtig. Danke. Danke. Vielen Dank, Franz, für deine Rückmeldung hier auch noch. Und wir haben natürlich schon gesehen, was online passiert, weil wir hatten immerhin ein iPad, das irgendwie ein bisschen im Kreis gegangen ist und hat man euch auch gesehen. Hört man mich eigentlich, wenn ich etwas sage? Aber ja, Andrea, bitte. Ah, ja, hallo. Hallo David, wir haben ja erst ein bisschen später dazu geschaltet. Für mich war es früher nicht möglich. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Diskussion auch, dass man die Möglichkeit hatte, online wieder mal neue Räume zu entdecken und neue Ideen und neue Gedanken durchzugehen. Jetzt waren wir am Anfang nicht dabei. Ich weiß nicht, wie weit darüber gesprochen haben. Das Projekt, das hier heute stattgefunden hat. Du hast gerade viel geraschelt, Andrea, aber jetzt nochmal. Ja, jetzt geht's wieder. Das heute hier ermöglicht worden ist, ist ein Kooperationsprojekt zwischen Verdi Digital und iKult und ihr seid jetzt heute die dritte Region, in der wir unterwegs sind und der David immer vor Ort alles online das ganze technische und moderationstechnische gestaltet und wollte mich in der Hinsicht auch nochmal bedanken bei dir, David, recht herzlich, dass du dies heute auch wieder in die Wege geleitet hast. Ich glaube, jetzt lassen wir es mit dem Dank, aber natürlich wunderbar. Wunderbar. Ja, ich wollte nur nochmal mitgeben, dass unterschiedliche und Kooperationen hier vertreten sind. Ja. Gut, ich glaube, wir beenden die Runde und ja, informell geht's weiter. Auf Wiedersehen.